Die Legende erzählt vom Tal der lebenden Wasser. Und tief im Tal steht dieses Hotel. Radium Palace heißt es. Und seine schönste Zeit hat es schon nach seiner Eröffnung um 1900 erlebt. Die kleine Stadt im Tal hat ein Kurviertel und lebt von einem Geschenk der Natur. Heilsame Bäche mit Wassern von wundersamer Wirkung entfliehen dem Fels alter Silbergruben. Die Jahrhundertwende war das Zeitalter der Kurhäuser. Badekuren damals, das war Kultur, nur in bester Gesellschaft. Diese alte Dame aus Deutschland war hier in Böhmen vor 80 Jahren zum letzten Mal. Zum Tanztee in den Golden Twenties, in dem neoklassizistischen Prachtbau aus der Wiener Donaumonarchie. Das Eleganteste vom Eleganten. Hier war das Eleganteste und das Teuerste immer. Und wen traf sie damals im Hotel? Kurgäste, nur Kurgäste. Nicht Hotelgäste, sondern Kurgäste, die waren hier zur Kur. Und dann waren Tanzabende und Klavierabende und alles Mögliche. Was meinst du, was ich hier getan habe? Elegantesten Abendkleider und alles war. Die Leute sind hergekommen von Karlsverdamm, tanzte hier ins Palasthotel und von überall die Elegantesten. Und in Inder waren hier und weiß ich was alles. Warum kamen Sie ausgerechnet hierher? Wegen den Behandlungen mit dem Radium. Vielen hat es ja gut getan. Und die kamen ja von Amerika und von überall. Und jetzt haben sie keine noblen Gäste mehr. Wie man sieht, lauter Krankenkassenpublikum. Für Kranke und Lahme war Joachimsthal ein Wallfahrtsort. Doch die Idylle bedeckt eine schreckliche Vergangenheit. Vor 50 Jahren herrschte Terror in der kleinen Stadt. Joachimsthal, die Hölle. Denn dort, wo die Heilung ein Versprechen war, wurden Menschenleben wertlos. Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Ort eine Stadt hinter Stacheldraht. Auf dem Weg zur Atommacht hatte die Sowjetunion die alte Stadt und ihre Menschen zur Geisel genommen. Im 16. Jahrhundert fand man hier Silbererz. Das Straßendorf im Tal wurde reich und wuchs zur zweitgrößten Stadt im Königreich Böhmen. Das Eldorado zog Pioniere und Finanzjongleure und kluge Geister aus ganz Mitteleuropa an. Die Bergleute von damals hatten merkwürdige Folgen der Abwässer aus den alten Silbergruben erfahren. Wie durch ein Wunder heilten die Wasser Kopf- und Gelenkschmerzen. Die geschundenen Körper der Bergleute spürten die entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkung des Wassers. Kurz nach der Jahrhundertwende entsteht in der Stadt ein Heilbad und ein spinnwebartiges Geäst von Röhren leitet das Wasser der Gruben direkt aus dem Bergwerk in jedes Zimmer des Radium Palace Hotels. In den 20er Jahren notiert das Gästebuch alle Prominenz der Zeit. Von Baron Rothschild über Richard Strauss und Fjodor Schaljapin. Man glaubt, dies Joachimsthaler Wunderwasser heile einfach alles. Die Brauerei liefert Radiumbier, ein Mineralwasser namens Radiumperle wird serviert und die Damen pflegen sich mit Radiumkosmetika. Vor 500 Jahren war die Stadt durch ihre Silbergruben reich geworden. Nach einer Feuersbrunst im 16. Jahrhundert berichten Chronisten von Bächen geschmolzenen Silbers, die durch den flammenden Ort hinab ins Tal stürzten. Man fing hier an, eine Münze zu prägen, die mit dem Silbergehalt den Gulden ersetzen konnte. Das Wort Dollar hat in Wirklichkeit den Ursprung in dem Namen dieser Stadt. Man hat die Stadt früher auf Deutsch Tal genannt, weil sie im Tal lag. Und was hier geprägt wurde, hieß Taler. Aus dem Joachimsthaler wurde mit der Zeit der Dollar. So entstanden die begehrten Dollars. Dollar.
Als dann im 17. Jahrhundert das Silber im Erzgestein der Gruben versiegt war, blieb nur tumbes Gestein. Und so nannten die enttäuschten Bergleute jenen harzigen und nutzlosen Stoff einfach Pechblende. Die vormals reiche Stadt wurde nach weniger als einem Jahrhundert bitterarm. Und die alten Stollen zeigten noch ein zweites Gesicht. Eine heimtückische Erkrankung war aufgetaucht. Sie machte aus gesunden Burschen, die in die Stollen täglich einfuhren, in nur 2 Jahren Sterbende. Das unerklärliche Leiden bekam einen Namen, die Joachimsthaler Krankheit. Um die Wende zum 20. Jahrhundert findet die polnische Naturwissenschaftlerin Marie Curie Sklodowska in Abfällen der Joachimsthaler Pechblende ein neues Element. Sie nennt es Radium. Die Atomteilchen dieses Elements strahlen ganz merkwürdig und sie schwärzen lichtempfindliche fotografische Platten. Diese Atome, schreibt sie, sind radioaktiv. Und sie glaubt, Radiumstrahlen werden das Heilmittel der Zukunft werden. Eine neue Zeit hat begonnen. Später wird man sie das Atomzeitalter nennen. Ich lebte hier mit meinen Eltern, war etwa 5 Jahre alt und kann mich kaum erinnern. Aber ich erinnere mich recht gut daran, dass meine Mutter oft sagte, wie traurig sie das macht, dass auf dem Friedhof immer neue, junge Bergleute begraben werden. Ganz offensichtlich an den Folgen des Uranabbaus. Das war ja Pechblende, also reines Uranerz. Noch ahnt niemand, dass die Joachimsthaler Krankheit eine Folge der Radioaktivität ist, Blutkrebs auszulösen vermag und zu Siechtum und Tod führt. Nach mehreren Besuchen in Joachimsthal stirbt 1934 auch die Nobelpreisträgerin Marie Curie an ungeklärtem Leiden. Erst die Obduktion belegt, dass sie an einer gefräßigen Anämie des Blutes gestorben war. Die Radiumstrahlung hatte den Körper von innen vollständig zerstört. Radium macht krank. Radium ist heilend und für manchen Kranken die letzte Hoffnung. Joachimsthal wird das erste Radium-Kurbad der Welt. Die radioaktiven Thermalquellen heilen Nervenkranke und Rückenmarkgeschädigte aus ganz Europa. Das Uranerz rief große Geister, aber auch fremde Mächte in die kleine Stadt. Radium wird die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts und der Menschen dieser Stadt verändern. Noch war es ein ruhiges Städtchen. Hier lebten vor allem Deutsche, aber auch Tschechen. Die Tschechen und Deutschen kamen miteinander sehr gut aus. Unter uns gab es keinen Zwist und keine Unterscheidung, weder zwischen den Erwachsenen noch bei den Kindern. Joachimsthal liegt nur 7 Kilometer von der Grenze zu Sachsen entfernt. Nach der Machtergreifung Hitlers macht sich im Grenzgebiet der Chauvinismus breit. Hitler und sein lokaler Helfer Hähnlein spalten die Stadt in ein Joachimsthal der Deutschen und das Jachimow der Tschechen, spalten es in 2 Sprachen und nationalistische Lager. Gefühle werden mobilisiert, Hass wird anerzogen. Im 1938, nach dem Münchner Abkommen, besetzt die Wehrmacht mit Duldung Frankreichs und Englands einen breiten Landstrich im Grenzgebiet. Von nun an haben in Joachimsthal die Faschisten das Sagen. Als Hitler kam, wurden meine Eltern vor die Wahl gestellt. Entweder sich zum Deutschtum zu bekennen oder innerhalb von 48 Stunden die Stadt zu verlassen.
Ich erinnere mich, dass mein verzweifelter Vater alles versucht hat, um als Tscheche hierbleiben zu können. Doch schließlich mussten wir ein paar Sachen zusammenpacken, einige Möbelstücke und mich, und wir fuhren fort. 1938 mussten wir weg. Die Deutschen hatten uns vertrieben. Wir Kinder nahmen nur die Schultasche mit und haben alles zurückgelassen. Am Vorabend des Weltkrieges besucht Adolf der Führer Städte im Erzgebirge. Ein strategisch wichtiger Ort und Rohstoff ist in seine Hände gefallen. Uran. Nur wenige kennen seine Bedeutung so genau, wie jene Physiker, die aus Hitlers Reich emigrieren mussten. Dieser Brief ist an den amerikanischen Präsidenten adressiert und von Albert Einstein persönlich unterschrieben. Darin warnt Einstein die USA vor den gefährlichen Ergebnissen der Kernspaltung des Uran. Einstein beschreibt die Gefahr, aus Uran extrem starke Waffen konstruieren zu können, und er schreibt dies in namentlicher Nennung von Joachimsthal. Der emigrierte Forscher warnt vor der Gefahr, dass Nazi-Deutschland die hiesigen Uranvorkommen zur Herstellung von Atomwaffen missbrauchen würde. Unmittelbar nach der Besetzung des sogenannten Sudetengebietes wurde nämlich der internationale Handel mit unserem Uran sofort verboten. Präsident Roosevelt ist gewarnt. Aus Furcht, Hitler-Deutschland könnte eine Kernbombe entwickeln, beginnen die USA ein gewaltiges Atombombenprogramm. Ab 1942 arbeiten unter größter Geheimhaltung 4000 Physiker und Chemiker an der Entwicklung der ersten Kernwaffe. Mitten im Krieg treffen sich die Verbündeten Churchill, Roosevelt und Stalin. Der sowjetische Diktator wird als Freund der Amerikaner unterstützt. Diese aber ahnen nicht, dass die Spione Stalins bereits im Atomprojekt der USA herumschnüffeln. Die Deutschen hatten sofort nach der Okkupation dieses Gebietes den Verkauf von Uranerz gestoppt. Die Flugzeuge der Alliierten haben deshalb während des ganzen Weltkrieges regelmäßig das gesamte Erzgebirge fotografiert, weil man den Abbau von Uran nicht geheim halten kann. Ich habe hier auch Pläne gefunden, aus welchen hervorgeht, dass die Deutschen 1941 eine Modernisierung des größten Bergwerkes im Ort geplant hatten. Und ich kenne die Erinnerungen eines alten Bergmannes aus Joachimsthal, der erzählte, dass von einem wesentlich gesteigerten Abbau die Rede war. Es gab ja bereits Bergleute, die dafür vom Kriegsdienst befreit worden waren. Später wurde die Idee wohl aufgegeben und sie mussten an die Front. Hitlers Armee eilt von Sieg zu Sieg durch Europa. Die militärischen Erfolge machen teure Investitionen in neue Massenvernichtungswaffen überflüssig. In Joachimsthal läuft der Uranabbau auf halben Touren. Zu den geplanten Steigerungen kommt es nicht. Die kleine Stadt lebt leise abseits der Fronten. Sie ist arm an Männern geworden. Der Krieg hat sie an die Front geholt. Der Kurbetrieb ist tot und das Palasthotel Radium ein deutsches Militärlazarett. Der Krieg ist fern und die Bergwerke stehen still. Frostwinter 1942-43. Die Schlacht um Stalingrad bringt die Wende. Von nun an werden die deutschen Invasoren aus Russland gedrängt. Zwei Jahre später, im Mai 1945, steht die Rote Armee vor Berlin. In Moskau wird der vaterländische Sieg gefeiert. Und die Amerikaner stellen fest, dass in Hitlers Auftrag keine Kernwaffen entwickelt wurden. In den USA dagegen ist man am Ziel.
Und Stalin gerät in Zugzwang. Die Zündung der ersten Atombombe im Frühsommer 1945 macht die USA zur mächtigsten Nation der Welt. Treffen der Sieger im August 1945. Die Potsdamer Konferenz. Der neue US-Präsident Harry Truman will mit der Atombombe trumpfen. Doch Stalin ist mit Hilfe seiner Spione bereits bestens informiert. In Europa ist der Krieg vorbei, aber Japans Kriegsmaschinerie läuft weiter. Washington entscheidet, Japan ohne Vorwarnung mit 2 Atombomben zur Kapitulation zu zwingen. Die erste Todesbombe taufen sie auf den niedlichen Namen Little Boy. Die Angriffe werden im August 1945 gegen Hiroshima und Nagasaki geflogen. Radium ist zur Quelle gewaltigster Zerstörung und endlosen menschlichen Leids mutiert. Die Befreier. Amerikanische und russische Truppen in Pilsen, nur 60 Kilometer von Joachimsthal entfernt. Die Uranlager gehören zum Kontrollsektor der Amerikaner. Dennoch wird sich die Rote Armee an die Absprachen mit dem Verbündeten nicht halten. Stalin hat der Atommacht Amerika nichts Entsprechendes entgegenzusetzen. Zuallererst fehlt den Sowjets das Uranerz, der Rohstoff zum Herstellen von Atomwaffen. Josef Stalin, Führer der Sowjetunion, fühlte sich als Sieger und war darum sehr erschrocken, als ihm jemand im Pazifik zeigte, dass er stärker ist als er selbst. Im September 1945 tauchte bei uns in der Stadt eine Truppe von rund 60 russischen Soldaten auf. Sie besetzten alle Urangruben und kontrollierten, wer ein- und ausging. Es kam zu einem Konflikt zwischen der tschechischen Regierung und den russischen Militärs. Schließlich wurde zwischen beiden Regierungen eine geheime Absprache geschlossen. Gab also einen Pakt, aber in Joachimsthal ahnte davon keiner etwas. Der Vertrag regelte eine exklusive Förderung des Urans nur für die Sowjetunion. Und dabei ging es keineswegs um die friedliche Nutzung der Atomkraft, sondern ausdrücklich um die Entwicklung einer Atombombe. Die Leute in der Stadt erfahren fast zufällig vom Ende des Krieges aus dem Lazarett im Hotel Radiumpalast. Jubel für die einen und Schrecken für die anderen. Die meisten der deutschsprachigen Einwohner werden vertrieben. Nur wenige sollen bleiben. Man wird sie bald als Fachkräfte in den Uranminen brauchen. Nach dem Krieg kamen die vertriebenen Tschechen, die hier früher gelebt hatten, zurück. Leute aus der Kurverwaltung, die Bergleute und auch der Postmeister. Im August oder September kamen auch wir schließlich zurück nach Jachimov und leben hier nun wieder seit 1945. Wir kannten kein Tschechisch. Hier war alles Deutsch, nur deutsche Schulen. 1945 konnte ich noch kein einziges Wort Tschechisch. Die Deutschen mussten raus und die Tschechen wurden angesiedelt. Aber einen Rest von uns Deutschen, die Bergleute, hat man hier behalten. Die Uranförderung in den Joachimsthaler Gruben blühte erst nach 1945 richtig auf und bald lief sie auf vollen Touren. Die Uranbergwerke machen aus dem verschlafenen Städtchen ein Eldorado. Weltmachtträume. Die Russen brauchen Uran, viel Uran, immer mehr. Mit Hof, Grund und hohen Löhnen lockt die tschechische Regierung von nah und fern Arbeitskräfte in die Uranminen im Erzgebirge. Die kleine Stadt hat jetzt 6-mal so viele Einwohner. In dieser Region haben wir die größte Geburtenrate der ganzen Republik. Und wisst ihr warum? Weil die Menschen hier die größte Wohnfläche und Zukunft haben.
Ich bin 1948 in Joachimsthal geboren und ich war eines der ersten drei Kinder im Monat Februar. Und deshalb bekam meine Mutter von der Regierung 1000 Kronen zur Belohnung. Im Februar 1948 kommen in Prag die Kommunisten an die Macht. Eine Stalin-treue Regierung wird etabliert. Europa ist gespalten. Auch Joachimsthal bekommt den Kalten Krieg zu spüren. Die Sowjetunion hungert nach Uranerz. Die Gier nach Uran hat die Stadt fest im Griff. Kurhäuser dienen der Geheimpolizei, den sowjetischen Beratern und Sicherheitstruppen als Unterkunft. Ein neues Regime packt zu. Ein leitender Ingenieur verschwindet für Monate im Kerker. Ein anderer begeht Selbstmord. Der Direktor der Bergwerksgesellschaft wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Stadt wird eingesperrt. Diese Straße war schon zur Zeit des österreichischen Kaisers die Haupteinfahrtsstraße in die Stadt. Aber in den 50er Jahren wurde sie mit Schranken versperrt. Und in den Ort durften nur Leute, die eine besondere Genehmigung vorweisen konnten. Die Stadt war verbotenes Gebiet. Man durfte keine Bilder machen. Und wenn man an bestimmten Stellen ein privates Foto knipsen wollte, da stand schon einer mit einer Maschinenpistole und drohte. Im Jahr 1945 war in Joachimsthal nur eine einzige Tonne Uranerz gefördert worden. Zwei Jahre später wurden in die Sowjetunion bereits 60 Tonnen verschickt. Dort arbeitet ein ganzes Heer von Fachleuten unter der Leitung von Stalins Atompaten Igor Kachatow fieberhaft an der Entwicklung der ersten Atombombe. Kachatow wertet die Berichte der russischen Spione in den USA und England aus. Er verlangt mehr und mehr vom besten Uranerz der Welt. In den hungrigen Osten schleppen Eisenbahnen aus Joachimsthal mit den Jahren Uranerz im astronomischen Wert von 1,2 Milliarden Dollar. Die Sowjetunion bezahlt mit veralteten Militärflugzeugen, Panzern und Kanonen. Trotz massiver Anwerbung herrscht Ende der 40er Jahre in den Uranbergwerken Mangel an Arbeitskräften. Die russischen Berater werden ungeduldig. Stalin will 54.000 russische Familien ansiedeln und die tschechische Regierung steckt in der Klemme. Ihr Ausweg wird vielen tausend Andersdenkenden zum tragischen Schicksal werden. Ich zeichne den Schacht, wo ich 4 Jahre lang als politischer Häftling gearbeitet habe. Er ist zwar schon abgerissen, aber in meinem Gedächtnis hat er sich tief eingegraben. Und jetzt will ich das Bild auf dem Papier festhalten. Ich wurde wegen angeblicher Spionage für 8 Jahre eingesperrt. Ich war hier im Bergwerk zunächst als Geophysiker beschäftigt und habe mit Uran gearbeitet. Ich kannte alle Mengen und Messungen und sie fürchteten, dass ich etwas verraten könnte. Und da haben sie mich halt eingesperrt. Für 8 Jahre. Ja, das waren schlimme Zeiten. Das hier ist das Eingangstor in das Zentrallager. Da stand Arbeit macht frei drauf. In Tschechisch.
Riese. Hier sehen Sie die Lagerinsassen beim Abmarsch in das Bergwerk. Menschen, die zur Liquidation bestimmt sind. Es waren ganz gewöhnliche Lager mit Stacheldraht, 4 Meter hoch. Und wenn jemand dahin kam, schossen die, ohne zu zögern. Einheit, Gleichheit und sogar Gerechtigkeit heißen die Urangruben. In den Bergen rund um die alte Stadt hat man die Wälder kahl rasiert und 15 Arbeitslager zur Umerziehung errichtet. 16.000 politische Häftlinge sind hier interniert. Dieser Ort war eine Uranmühle, von Häftlingen der Turm des Todes genannt. Schutzlos waren sie hier gefährlicher Strahlung ausgesetzt. Viele hat dieser Turm das Leben gekostet. Ihre jährliche Gedenkfeier haben die Überlebenden die Hölle von Joachimsthal getauft. Vor allem Geistliche mussten hier Uranerz zertrümmern und für die Bahnfahrt verladen. Ein Waggon, ein Pfarrer, hieß es. Wir müssen unsere toten Freunde, die Opfer, in Erinnerung bewahren. Als man sie hierher verschleppt hat, wussten sie, dass man an diesem Ort nur sterben kann. Die wenigen, die überlebt hatten, haben mit ihrer Gesundheit bezahlt. Ich habe hier in diesem Turm des Todes unter den Häftlingen geschuftet. Wir waren 300 Sklaven, ohne jeglichen Schutz gegen die hohe radioaktive Strahlung. Ich erinnere mich an einen Bildhauer aus Iglau. Er bekam Lungenkrebs. Da hat man ihn von hier weggebracht, weil die Lagerleitung nicht wollte, dass man die Häftlinge hier verenden sieht. Rund 300 Tonnen Uranerz bester Qualität werden in der Uranmühle von Geistlichen, Künstlern und Intellektuellen jeden Tag zerkleinert und für die Sowjetunion verladen. Dort fiebert Kurtschatows Armee von Forschern und Spionen dem Planziel entgegen. 1948 läuft der erste Plutoniumreaktor der Russen an. Die erste sowjetische Atombombe wird im Sommer 1949 gezündet. In der kasachischen Steppe marschieren Tier und Mensch strahlenden Zeiten entgegen. Das Wettrüsten der Großmächte kann in die nächste Runde gehen. Hovoří prezident republiky Klement Gottwald. Drazí spoluobčané, teure Mitbürger, Genossinnen und Genossen, den Frieden kann man sich nicht erbetteln, den Frieden muss man sich hart erkämpfen. Nur unter der Führung Stalins, des weisesten Menschen der heutigen Welt, kann der Weltfrieden verteidigt werden. Wir werden den Kriegshetzern den Garaus machen. Ladislav Šmejkal, geborener Joachimsthaler, war Ende der 40er Jahre in seiner Heimatstadt als politischer Häftling zurückgekehrt. Für Landesverrat oder Sabotage am Kampf für den Frieden landete man schnell im Gefängnis. Dort ließ sich Šmejkal heimlich zum Zeugen Jehovas taufen. Der Mut dieser radikalen Pazifisten, die trotz allgemeinen Wettrüstens und kaltem Krieg jeglichen Waffendienst verweigern, faszinierte ihn. Komplett jsem strávil ve vězení.
Alles zusammengerechnet habe ich 15 Jahre, 4 Monate und 22 Tage in Gefangenschaft verbracht. Und dort war fast in jeder Zelle ein Zeuge Jehovas eingesperrt. Wir weigerten uns zu unterschreiben, dass wir in einem für die Verteidigung der Heimat wichtigen Unternehmen arbeiten. Wir lehnten diese Arbeit natürlich ab, weil wir wussten, dass Uran dem Krieg dienen soll. Pro válku, ten Uran, tak to odmítali. Mučili je, protože je pokládali za největší. Zeugen Jehovas wurden gefoltert, weil man uns für die größten Verbrecher überhaupt hielt. Mörder behandelten die Wachleute höflich. Mit politischen Häftlingen gingen sie schlechter um. Aber wir, die Zeugen Jehovas, waren am schlimmsten dran. Vor dem ersten Senat des Staatsgerichtshofes in Prag wurde 10 Ordenspriestern der Prozess gemacht. Sie werden der schwersten Verbrechen gegen unseren volksdemokratischen Staat beschuldigt. Die Anklage lautet Spionage, Hochverrat, unerlaubter Waffenbesitz und Kooperation mit dem Geheimdienst des Vatikan gegen unsere Republik. Sie haben sich am Volk vergangen. Mit Recht wurden die Spione im Priestergewand alle verurteilt. Wir Priester wurden wegen unserer Predigten, wegen des Glaubens liquidiert. Geistliche wurden aus den Pfarreien gezerrt und in Arbeitslager gesteckt. Faráře vytáhli z far, poslali je do lágrů, kde museli pracovat. Bylo to hrozné. Es war grauenhaft. Ich selbst musste 7 Jahre im Uran schuften und ich kenne eine Menge Pfarrer, die von der Arbeit in den Uranstollen schwer erkrankt und gestorben sind. Těch jsem znal hodně, opravdu hodně jich zemřelo. Tak to byly takové mučírny nepochopitelné. Das waren Folterkammern. Unfassbar. Tam byla skupina žen, které chodili. Da gab es eine Gruppe von weiß bekleideten Frauen. Die sahen wie Krankenschwestern aus. Aber ihr Auftrag war Folter. Která mučila, jo, pomocí elektrických šoků a já nevím, a psychologicky. Als sie mich ein zweites Mal abgeholt hatten, zitterten meine Knie schon bei dem Anblick dieser Frauen, die mit Elektroschocks und anderen Methoden gefoltert haben. Er war gerade mal 18 Jahre alt und Student. Olda Plihal hatte ein Flugblatt verteilt und bekam 11 Jahre, weil er gegen die Verhaftung seines Vaters und seines Großvaters protestiert hatte. Die beiden saßen im Lager von Joachimsthal, weil sich die Kleinbauern der erzwungenen Kollektivierung im Dorf nicht widerstandslos beugen wollten. Tata tady byl taky v Jáchymově zavřenej. Wir beide, mein Vater und ich, waren hier in Joachimsthal im Lager. Zuerst hat man mir auf dem Schacht Prokop wegen einem angeblichen Fluchtversuch 21 Tage Umerziehung verpasst. Ein Häftling hatte mir was angedichtet. Ich kam in den Betonbunker, wo man verschärfte Strafen absitzen musste. Alle 3 Tage gab es nur einmal eine halbe Portion zu essen. Im sogenannten Eispalast. Tag und Nacht nur in Unterwäsche eingesperrt. Ten Pepik to málo ani nepoznal.
Nach 21 Tagen hat mich mein Mithäftling nicht erkannt. So verhungert und elend abgemagert sah ich aus. 11 Studenten, die mit mir verurteilt wurden, sind alle gestorben, weil wir immer in den radioaktiven Kleidern bleiben mussten. Die roten Herren machten mit uns eben das Gleiche wie die braunen Nazis davor. Diese Uranmine ist die älteste der Welt. Schon seit Jahrzehnten hatten ihre Abwässer Kranke geheilt. Doch den politischen Gefangenen der 50er Jahre wurde sie zur Todespforte. Bilder aus der Hölle. Das Uranerz wird in einer Tiefe von rund 600 Metern gefördert. Zehntausende Gefangene schlugen 1100 Kilometer Stollen in den Fels und waren dabei der Gammastrahlung schutzlos ausgesetzt. Uran, Thorium und Radium führen zu Wachstum von Geschwüren und Geschwulsten an inneren Organen. Das Gas Radon bildet bei Einatmung über längere Zeit Krebs in Lunge und Blut. All das lebt nur noch in den Erinnerungen der Gefangenen. Von den Lagern gibt es überhaupt keine Fotos. Merkwürdigerweise gibt es aber Luftaufnahmen dieser Lager. Diese eigentlich streng geheimen Aufnahmen sind versehentlich durch die Staatspolizei nie vernichtet worden. Hier kann man klar und deutlich Zweck und Anlage der Gebäude erkennen. Diese Bilder sind deshalb so wichtig, weil es in unserem Lande auch heute noch Menschen gibt, die leugnen, dass es jemals derartige Straflager überhaupt gab. Joachimsthal ist schneesicher und war schon zu Kaisers Zeiten ein beliebtes Skigebiet. Mit dem Auto aus Berlin sind es nur 3 Stunden und von Dresden sind die Skifahrer in 1 Stunde auf den Hängen über der kleinen Stadt. Die Touristen aus Deutschland ahnen nichts von der Vergangenheit dieser Wälder und Skihütten. Hüttenzauber. Bei 30 Grad unter Null mussten Gefangene im Lager Barbora ohne warme Kleidung auskommen. Das Lager war hart, grausam. Wir nannten es Joachimsthaler Polka. Das tut man, damit einem die Füße nicht abfrieren. Das ist die instinktive Bewegung eines Menschen, der bei 32 Grad nichts anzuziehen hat. Vor lauter Frost hatten wir immer so getrippelt. Wir nannten es die Joachimsthaler Polka. Von diesem Lager blieben nur 2 Gebäude übrig. Jetzt hat man das Ganze in ein Restaurant und eine Pension umgewandelt. Da drüben ist auch noch das Haus des Lagerkommandanten erhalten geblieben. Tady, když se chodilo koridorem, an dem Gebäude sind wir immer vorbeimarschiert. Wir zogen entlang im sogenannten russischen Autobus. Wir mussten uns einer am anderen festhalten und wurden mit einem Stahlseil umwickelt. Und so rollten 200 Mann mühsam stolpernd und im Schneckentempo zu dem Schacht und nach der Schicht als Menschenbündel wieder zurück in das Lager. No a teď jsme se ta masa 200 lidí takto namačkaný se valila z tábora na šachtu a ze šachty na tábor. Ale já bych chtěl říct, ich war hier mit einem Kameraden gesessen, der noch wenige Jahre zuvor im Lager Dachau als Gefangener war. Und der sagte, dass er wirklich lieber zurück nach Dachau möchte. Tady jak máte tu věž od šachty,
Das Lager lag gleich hier gegenüber. Hier drüben ist der Turm vom Bergwerk und oben drüber war eines der Lager. Wir wohnten schon immer auf dieser Seite, also konnten wir alles gut sehen. Und wenn ein Häftling zu fliehen versuchte, dann gingen überall Scheinwerfer los und die Nacht wurde zum Tag. Ich habe die armen Kerle mit dem Feldstecher beobachtet. Ich wusste schon, dass es Gefangene sind, aber was für welche? Ich weiß eigentlich nicht, was ich über die Gefangenen dachte. Da war ja auch ein Wachturm drüben. Das Lager war da drüben über dem Schacht Einigkeit gelegen. Und von dort mussten die Gefangenen durch einen Käfig hindurch. Ob er aus Stacheldraht war? Wir durften ja niemals hin und nachschauen. Mir taten die Gefangenen leid. Direkt über unsere Schule lag der Schacht. Und da ging die Treppe hoch und dort mussten die Sträflinge immer entlang. Die Häftlinge waren ja junge Männer und wir waren Mädchen von 12 bis 15 Jahren. Wir riefen diesen Jungs hinterher, wie geht's euch? Und wollt ihr nicht mit uns ausgehen? Die aber durften gar nicht mit uns sprechen. Und dabei wussten wir schon, dass die jungen Männer liquidiert werden sollen. Joachimsthal, die geschlossene Stadt. Hinter Schranken und Warntafeln, Vorsicht, Schusswaffengebrauch, leben 20.000 Menschen. Und im Umfeld der Stadt fast ebenso viele politische Häftlinge in Lager gesperrt. Wenn wir mit einem Bus durch die Stadt fuhren, stand oben Betriebsausflug drauf. Und wir durften nicht mal die Mützen auf den Kopf haben, damit man nicht erkennt, wer wir sind. Aber die Leute in der Stadt haben schon geahnt, wer da drin sitzt. Ich kann mich an die Busse erinnern und die Menschen darin konnte man nicht übersehen. Das ist meine einzige Erinnerung an diese Zeit. Hier war so eine Stimmung voller Angst. Wenn die Sirenen heulten, sagte man uns Kindern, da ist wieder einer der Mörder ausgerissen. Und mein Bruder und ich durften auf keinen Fall nach der Dämmerung hinaus. Es wurde so ein Klima von Angst vor den Insassen der Lager gezüchtet. Und keiner konnte sich dem entziehen. Und niemand wusste eigentlich, was wirklich stimmt und was nicht. Den Kindern wurde in der Schule erzählt, dass wir Verbrecher sind. Kinder wurden von der Frau Lehrerin an den Pranger gestellt, weil der Vater ein Verbrecher wäre und zu Recht eingesperrt sei. Die Anwerbung von Arbeitskräften hatte Ende der 40er Jahre Heimatlose aus der ganzen Republik in das alte Tal gelockt. Die Brigaden der Uranarbeiter waren mit Privilegien gekauft worden. Politik interessierte sie wenig. Sie schauten lieber weg. Hier lebt auch noch der Herr Plihal. Der ist doch tatsächlich nach der Gefangenschaft nach Joachimsthal zurückgekehrt und hat hier geheiratet. Olda Plihal war nach 7 Jahren in der Hölle der Uranlager endlich frei. Doch als er heimkehrt, weisen die Funktionäre den Staatsfeind aus dem Dorf. Plihal ist ratlos. Wo und wovon soll er leben? Er kehrt in die Uranbergwerke von Joachimsthal zurück. Zurück in die Hölle. Als Freiwilliger.
für guten Lohn. Hier ist ein Bild von damals, als wir uns kennengelernt haben. Das war beim Ball im Hotel Radium Palace. Ich war mit meinem Freund da und der sagte, hol mir doch das Mädel da drüben. Ich möchte mit ihr tanzen. Sag ihr, dass sie mir gut gefällt. Aber sie antwortete mir, wenn der nicht selbst kommt. Ich sagte ihm, hören Sie mal, wenn der nicht selbst kommt, dann interessiert er mich nicht. Aber wenn Sie wollen, mit Ihnen gehe ich sogar ins Kino. Ja, der Funke sprang über. Joachimsthal, die verbotene Stadt. Als in den 60er Jahren das Uranerz zur Neige ging, hat man die Lagerhütten geschleift. Bulldozer kamen und verwischten die Spuren des Terrorregimes. Ein Stück unbequemer Geschichte wurde ausradiert. Hier war das Lager Gleichheit und das zugehörige Bergwerk. In den 50er Jahren waren hier rund 1600 politische Gefangene interniert. Wie man sieht, sind alle Spuren des Lagers entfernt. Heute ist Gras drüber gewachsen. Von den 15 Lagern war dieses das letzte noch verbliebene und wurde 1961 abgerissen. Hier hat jemand wieder etwas hingebaut. Und dieses Haus ist das auf dem Plan. Und Sie sehen, dass heute hier Hütten für Urlauber darauf stehen. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Ich würde mich schämen, hier meine Freizeit zu verbringen. Die Stadt lebt von den Wallfahrten lahmer Kurgäste und von Berg- und Skifans. Das feine Bäderviertel für die einen und eine ganze Latte vietnamesischer Händler, Plastik bewehrt mit Gartenzwergen, Billigschnaps und Schmuggelzigaretten, für die herauf zu Sachsens Grenze durchreisenden Deutschen. Die Konditorstochter Liba Rudolfova schuf Barbora, den Club der Bergleute. In einem Schaubergwerk will sie Touristen und Schulkindern 500 Jahre Geschichte und Geschichten anschaulich vermitteln. Doch das Vorhaben der Heimatforscher stieß auf Widerstand. Die Weltgeschichte hat im Gedächtnis mancher Leute im Ort offensichtlich große Lücken hinterlassen. Etwa 1962 war die Uranförderung in Joachimsthal im Wesentlichen beendet worden. Bulldozer hatten alles unwiederbringlich platt gemacht. Wir stehen hier an einem Ort, der nicht im geringsten mehr an das Lagerregime erinnert hat. Hier, der Hang über mir, war mit Gebüsch bewachsen. Wir hatten die Stollen zugeschüttet und wir mussten 22 Meter tief Stein und Schutt fortschaffen, damit wir an die Stollenöffnung überhaupt herankamen. Von den Lagern keine Spur. Da war überhaupt nichts mehr zu erkennen. Uns war klar, dass wir nicht auf das gesuchte Silberbergwerk, sondern auf ein Uranbergwerk gestoßen waren. Da ging der Ärger los. Als wir mit unserem Anliegen zu den Behörden gingen, haben die uns sofort rausgeworfen. Sowas wird hier niemals gezeigt werden. Und wenn er es trotzdem versucht, dann nur über unsere Leichen. Hier sieht man eben das schlechte Gewissen dieser Gesellschaft. Hier hatten die Tschechoslowaken eigene Mitbürger eingesperrt. Wir haben Kommunisten regiert und sie regieren im Hintergrund auch heute noch mit. Und weil wir hier an die Untaten der 50er Jahre erinnern, ist es hier allen Behörden ein Dorn im Auge. Die Bürgermeisterin hat kein leichtes Erbe übernommen. Uran fordert seinen Tribut. Joachimsthal,
Ein schrecklicher Ruf im ganzen Land erinnert an Terror, an Folter, an Tod. Die Kurverwaltung setzt in ihrer Werbung lieber auf Heilung und Wellness. Ich möchte überhaupt nicht, dass unsere Stadt mit diesen Zeiten in Verbindung gebracht wird. Ich frage mich wirklich, ob es denn stimmt, dass so viele Zwangsarbeiter da unten werden müssen. Es ist an uns, dieser Stadt ein neues Image zu geben und die Tourismusindustrie anzukurbeln. Es ist unmöglich, diese Zeit zu verleugnen. Dieser Ort verkörpert das schlechte Gewissen unseres Landes. Unmöglich, dieses Stück Geschichte auszulassen. Die 50er Jahre erzählen vom Überleben hinter Stacheldraht und unter Wachtürmen. Und das kann ich niemandem ersparen. Hier über dem Tor des Lagers stand geschrieben, Arbeit macht frei. Ich weiß schon, das erinnert an die Nazis. Aber das stand wirklich drauf. Daran erinnern sich die Häftlinge. Wir werden die Inschrift über diesem Tor zur Mahnung wieder anbringen. Wir können ganz unmöglich über diese Zeit schweigen.